Hallo, ich habe hier heute Klaus Gottesleben, Präsident des Deutschen Tischfußballbundes. Hallo. Guten Morgen, Patrick. Hi. Tischfußball. Weswegen ich mich auch gerade fast verhaspelt habe, denn DTFB hört sich und sieht sich so aus wie DFB. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den ganzen Buchstaben. Braucht es einen Tischfußballverband, aber oder reicht eigentlich wirklich die Kneipe an der Ecke? Ich glaube, es braucht beides zum Tischfußballspielen. Das heißt, diese Frage, die du gerade gestellt hast, ist ja eine vielgestellte Frage an uns. Gibt es Tischfußball auch außerhalb der Kneipe? Ja, gibt es. Gibt es allerdings noch nicht so lange. Und Tischfußball lebt weiterhin noch in der Kneipe, aber wird eben von uns auch als Sport dargestellt. Und ja, wir wachsen relativ schnell. Das heißt, überall mehr Vereine, Landesverbände und dementsprechend auch aktiv in unseren Strukturen. Ja, tatsächlich ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, dass Tischfußball ganz plötzlich für mich aus der Kneipe raus zu großen Events ist. Das ist ja fast schon Gamescom-Style, sage ich mal. Wie habt ihr denn das hingekriegt, beziehungsweise wie kommt das? Also es gibt so in unseren Strukturen gibt es so diesen Satz, der immer trifft, der heißt, Angebot schafft Nachfrage. Also dort, wo Kickertische stehen, werden sie auch angenommen. Und für uns war so diese große Gewinneraktion, dass wir die Gemeinnützigkeit bezüglich der Sportanerkennung erhalten hatten, dementsprechend dann auch Sparten in den bestehenden Vereinen sich gründen konnten. Also überwiegend dann natürlich halt auch so dort, wo es richtig groß wird, in den bestehenden Fußballvereinen, ich sage es einfach mal so, Hamburg SV, Eintracht Frankfurt, die Tischfußballsparte vom FC St. Pauli ist aktuell unser größter Tischfußballverein in Deutschland mit knapp 400 Mitgliedern. Also das heißt, dieser Zugang zu den bestehenden Sportstrukturen hat uns richtig gut getan. Ich meine, damit hast du auch was angesprochen, was ich mich gefragt habe. Wie wird denn Tischfußball vom richtigen Fußball angenommen? Weil das ist für die ja wahrscheinlich so, ja, das sind die Idioten, die nicht richtig Fußball spielen können. Das ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber schon, sag ich mal, die Skepsis war am Anfang dann bei vielen Vereinen doch groß. Also ich war zum Beispiel auch dabei, als wir damals zu Eintracht Frankfurt gegangen sind, wo ich mittlerweile selbst aktiv spiele und gesagt haben, hier, wie sieht's aus, Interesse an so einer Tischfußballsparte. Und da haben die ihn schon groß angeschaut, haben aber doch sich dann auf ein Gespräch eingelassen. Und ich glaube, mittlerweile sind diese Vereine, also für Eintracht Frankfurt weiß ich es definitiv, sehr froh, diese Tischfußballsparte zu haben. Okay, das ist überraschend, dass das angenommen wird von den richtigen Fußballvereinen. Wie kommen denn die meisten dazu? Ich meine, es gibt ja Tischfußballtische noch und nöcher. Die gibt's ja bei Toys R Us im Angebot zu Abendklappen für einen Huni oder so. Und dann gibt's ja richtig gute. Und hier spielt ja meistens mit den richtig guten. Wie läuft das denn, wenn die Vereine da anfangen? Haben die meistens so einen Klapptisch oder investieren die schon mal richtig? Also, die haben keinen Klapptisch, aber ich sag mal so, dass das Schöne an Tischfußball, und das ist auch, glaube ich, so unsere Chance, die wir gerne nutzen, ist, dass es eben nicht teuer ist, sich Material anzuschaffen. Das heißt, das Maximum für einen guten Tisch ist neu, liegt ja bei 2000 Euro. Da geht auch nichts dran kaputt. Das heißt, es ist ein extrem wertstabiles Gut. Und verglichen jetzt eben, sage ich mal, halt mit einem Tennisplatz oder einem Fußballplatz oder Badmintonfelder oder so, ist das natürlich ein geringer Betrag. Das heißt, so bestehende Vereine, für die ist das jetzt, sag ich mal, ein überschaubares Risiko auch, zu sagen, wir kaufen jetzt mal 2, 3 Kickertische, stellen die uns hin und schauen mal, was mit denen passiert. Und meistens sind die Erfahrungen dann eben positiv. Das heißt, dort, wo die Tische stehen, kommen auch die Leute nach und nach dazu. Also ist das tatsächlich so quasi ein Teaser, um mehr Mitglieder zu gewinnen sogar, neben dem Sport? Ich glaube, dass es ja den Vereinen gut tut, weil was interessant ist, ist, dass Tischfußball in den letzten Jahren und eigentlich immer noch, dass schon so ein Studentensport ist. Das heißt, auf den Universitäten wird viel gekickert und das heißt, mit dem Thema Tischfußball, ja, kaufen sich in Anführungszeichen die Vereine dann auch ein Klientel ein oder Mitglieder ein, die sie gerne haben.
Also das heißt, sie sind relativ jung, angenehme Menschen, kompetente Menschen, die man auch sonst vielleicht irgendwo in Vereinstätigkeiten gut einbinden kann, was auch jeder da dann passiert. Nun hatten wir ja schon mal die Maura Pormann da, die ist ja nicht ganz schlecht im Tischfußball. Und die macht ja gefühlt kaum noch was anderes als Tischfußball spielen. Ist da sehr unterwegs und so weiter. Deswegen meine Frage, ist die Gemeinde wirklich so aktiv wie die Maura oder ist das eine Ausnahme? Also die Maura ist sportlich und von ihrer Aktivität her sicherlich eine Ausnahme. Aber von diesen Ausnahmen gibt es immer mehr. Und das heißt, dort, wo man dann dauerhaft in der Weltspitze mitspielen möchte, gehört auch entsprechend der Aufwand dazu. Also dann nähern wir uns den normalen, Anführungszeichen, Sportarten, bestehenden Sportarten an. Wobei ich eigentlich sagen würde, dass es so ist, dass so der durchschnittliche Tischfußballspieler in der Weltspitze deutlich mehr Zeit zum Training investiert, als in sonstigen Sportarten an Trainingszeit investiert wird. Also ist das schon, wenn man gut sein will, eine sehr aufwendige oder trainingsaufwendige Sportart? Das ist genau, das ergibt sich einfach dadurch, dass wie das immer so ist. Ich sag mal, dort in der Spitze, Leute, die an die Spitze kommen wollen oder an der Spitze bleiben möchten, messen sich natürlich mit ihrer Konkurrenz. Und das Thema Trainieren im Tischfußball ist jetzt so vom logistischen und organisatorischen Aufwand überschaubar. Das heißt, jeder kann zu Hause einen Kickertisch stehen haben, kann sich dann zur Not noch irgendwie Kumpels, Bekannte, wie auch immer, die auch dann im entsprechenden Verein spielen, einladen. Und da spricht nichts dagegen, eben 3, 4, 5 Stunden am Stück irgendwo zu Hause zu trainieren. Und wer das halt möchte, auch täglich. Nun hast du ja gerade eben gesagt, die Vereine können sich dann Studenten reinholen durch Tischfußball, weil das ein sehr, sag ich mal, studentisch geprägter Sport ist, was meiner Erfahrung nach auch stimmt, denn wir hatten in der Uni einen Tischfußball und wir hatten damals beim Zivildienst Tischfußball und das wurde gezockt ohne Ende. Nun bist du ja tendenziell kein Student mehr und trotzdem selber aktiv. Ist das wirklich so ein Sport für jedermann und gibt es da am Ende schon doch eine Altersbeschränkung, weil man es einfach nicht mehr lernen kann? Also klar fällt es einem im Alter schwerer, irgendetwas zu lernen. Das trifft auch auf Tischfußball zu. Aber das Schöne ist, dass die körperlichen Voraussetzungen natürlich nicht so hoch sind, als wenn ich jetzt mit 60 Jahren anfangen möchte, noch irgendwie Marathonläufer zu werden. Das heißt, das Schöne an Tischfußball ist, dass es nicht nur jeder kennt, sondern auch im Endeffekt jeder kann, mehr oder weniger. Und ob das jetzt eben die Leute, ob die jung oder alt sind, groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau. Also im Endeffekt kann es jeder, bis hin auch, dass wir Rollstuhlsportler haben, immer mehr, die dann eben auch mit den jeweiligen Behinderungen an diesen Tisch gehen können, ranrollen können, um daran Spaß zu haben und dran zu spielen. Ich meine, nun bist du ja gar nicht so unerfolgreich. Wann hast du denn selber mit dem Tischfußball angefangen? So von wegen, weil wir gerade geredet haben. Na, im gewissen Alter wird es halt schwieriger, gut zu werden oder langsam gut zu werden. Wann hast du denn angefangen und wann bist du, sag ich mal, so gut geworden, wie du jetzt bist? Also ich bin so aus tischfußballtechnischer Sicht in der glücklichen Situation gewesen, dass mein Großvater eine Kneipe hatte. Und wie das früher so üblich war, standen ja auch immer überall Kickertische rum. Das heißt, ich habe schon, gibt es auch schon die entsprechenden Bilder, schon auf dem Stuhl, auf dem Hocker, wie auch immer, an diesem Kickertisch gestanden und war schon immer fasziniert. Das heißt, ich war schon in relativ jungen Jahren schon in der Lage, irgendwie so eben im Gastrobetrieb vom Opa gegen die Erwachsenen zu gewinnen. Und ich glaube, diese Liebe dann ist geblieben. Und irgendwann wurde das dann in Anfang 2000er Jahren dann zum Sport, als auch dann ein Weltverband gegründet wurde. Und dann ging das natürlich intensiver mit Training los, bin dann auch um die Welt gereist, war also oft auch in den USA zum Beispiel, in Europa überall. Ja, und irgendwann, sag ich mal, dann mit dieser Liebe und mit dieser, sozusagen, schon frühzeitigen Entwicklung, fiel es dann vielleicht ein bisschen einfacher, gut zu werden, als Leute, die dann erst vielleicht mit 20, 25 anfangen. Okay, du bist halt
den extrem klassischen Weg gegangen über die Kneipe quasi. Genau, genau. Du hast das gerade schon angesprochen, weltweit. Nun ist Tischfußball ja tatsächlich, eigentlich müsste man denken, weltweit verbreitet, ist aber nicht überall so bekannt, beziehungsweise werden dann andere Sachen gemacht, wie Subbuteo und was weiß ich, was so in die Richtung geht. Und die Amerikaner nennen das ja auch komischerweise nicht Table Kicker aus Hamfeld oder irgendwie sowas wie das, sondern Foosball. Wie ist denn das so mit der weltweiten Verbreitung? Also es gibt ja, wie gesagt, einen Weltverband seit 2003 und aktuell sind dort 65 Nationen Mitglied. Aber das heißt, die Verbreitung ist trotzdem noch überschaubar in ganz vielen Ländern. Das heißt, in ganz vielen Ländern steckt das Thema Tischfußball noch in den Kinderschuhen. Also jetzt ganz speziell Afrika zum Beispiel geht das erst los. Und was eigentlich schön ist, ist, dass in Asien dort wirklich das anfängt zu boomen. Das heißt, in China ist es auch schon zum Schulsport mutiert. Und Schulsport in solch großen Ländern heißt natürlich auch, dass dementsprechend sich was tut. Und glaubt auch, dass das so eine Vorlage sein wird in den nächsten Jahren in mehreren Ländern. Einfach aus dem Grund, dass eben Tischfußball, wie gesagt, niederschwellig ist und so logistisch, organisatorisch einfach darstellbar ist. Internationale Entwicklungen hast du gerade angesprochen. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Weil wenn ich sage oder hier vorher gesagt habe, wir haben heute ein Interview zum Thema Tischfußball. Ja, irgendwie in der Kneipe, darüber haben wir ja schon geredet mit der Kneipe. Aber ist das denn überhaupt in Deutschland hier anerkannt von den LSBs und vom DOSB und hat das überhaupt eine Chance, als vollwertiger Sport wahrgenommen zu werden? Also wir arbeiten dran, glaube ich, so mit einem fetten Ausrufezeichen versehen, ist die passende Aussage. Ja, also wir erleben immer mehr Anerkennung in den Strukturen. Im ersten Landessportverband, und zwar im Saarland konkret, haben wir eine Vollanerkennung, sind so nach und nach schon in mehreren Sportbünden mit dabei, wo Tischfußball Anerkennung hat. Ich glaube, du kommst ja aus Düsseldorf. Das heißt, gar nicht so weit weg von dir. In Bonn zum Beispiel, im Stadtsportbund ist auch der Bonner Verein dabei. Und sind jetzt gerade dabei, in mehreren Bundesländern auch diese Schritte zu gehen, um die Anerkennung in den Landessportverbänden zu erreichen. Und ich sag mal, da stehen viele Ampeln auf grün. Also die Hoffnung ist groß, dass wir dort relativ zeitnah noch mehr Verbände in die Landessportverbände reinkriegen. Und wenn dann eben eine gewisse Anzahl, die entsprechend notwendige Anzahl erreicht ist, wollen wir natürlich auch gerne dann mal beim DOSB an die Tür klopfen. Okay, hast du denn die Hoffnung, dass das vielleicht tatsächlich sogar mal irgendwann mal olympisch wird? Weil tatsächlich hat es ja den Vorteil, wie ähnlich wie Tischtennis, das kannst du überall spielen bei den Olympischen Spielen. Das ist jetzt nicht davon abhängig, dass das Wetter da besser ist oder irgendwelche Leute es können, sondern das kannst du überall machen. Hast du da Hoffnung zu oder eher schwindend? Also ganz ehrlich, da fehlt mir so das konkrete Bild dazu. Also im Moment, glaube ich, haben wir eben im Fokus die Anerkennung vom DOSB in den kommenden Jahren, wenn uns das gelungen ist, so aus nationaler Sicht. Ich glaube, dann werden wir sehr froh sein, wobei man dazu sagen muss, dass es in vielen Ländern um uns herum schon gelungen ist. Also die Schweizer sind Mitglied hier bei Swiss Olympic, in Österreich, die sind Mitglied im nationalen Sportverband. Also das heißt, in Italien ist es halt auch so. Das heißt, wir hinken in Deutschland wirklich hinterher, was uns aber gleichzeitig optimistisch macht, weil, sag ich mal, so wenig Gründe eigentlich dagegen sprechen sollten, dass das, was in den ganzen Ländern um uns rum eben schon Fakt ist, warum das in Deutschland nicht auch passieren sollte. Aber wie gesagt, das Thema Olympia ist dann nochmal eine Stufe weiter weg und ist ja dann am Ende des Tages auch eine Geschichte für den Weltverband, um das international eben durchzusetzen. Ihr hattet ja jetzt hier vor kurzem den Top-Event im Tischfußball in Deutschland, im Saarland, die World Series. Ist sowas ein Ding, was man tatsächlich öfter machen könnte und auch woanders als im Saarland? Oder ist das eher unwahrscheinlich, sag ich mal? Nee, das ist
eben möglich, dass, also vielleicht gerade so als Hintergrund für unsere Zuhörer, also es ist ein Event mit rund 1000 Aktiven, die über 4 Tage dann in Saarbrücken eben sich gebettelt haben, Teilnehmer aus 29 Nationen, also das heißt sehr internationales Event. Und auch hier passt einfach wieder der Spruch, Angebot schafft Nachfrage. Also klar können wir solche Events auch sonst wo machen. Hatten zum Beispiel im Jahr 2015 waren wir auch in Berlin mit diesem Event. Uns fällt natürlich es deutlich leichter, sowas dort zu machen, wo wir in den Strukturen Anerkennung haben, wo uns dann eben die Sportstrukturen bis hin zum Innenministerium unterstützen, aufgrund unserer Anerkennung. Das ist dann im Saarland so. Während wir dann dort, wo die Anerkennung fehlt, wie zum Beispiel in Berlin, es einfach schwer für uns ist, an entsprechende Räumlichkeiten zu kommen. Das heißt, wir investieren dann schon einen Großteil unserer Energie und auch der Finanzen eben in entsprechende Lokalitäten, weil solche Lokalitäten, die wir dann brauchen, einfach groß sind und was groß ist und dort, wo eine Sportanerkennung nicht da ist, das dann auch dementsprechend viel Geld kostet. Gibt es denn für nächstes Jahr schon Interesse von anderen, euch mal zu zeigen? Oder habt ihr da noch keinen Plan? Zum Beispiel, man könnte ja theoretisch, ist mir gerade ein ganz Gedanken gekommen, euch vielleicht mal auf der Gamescom, weil die haben ja Platz in Köln, spielen lassen. Das, also wir haben zusätzlich zu diesem Top-Top-Top-Event, was wir jetzt eben im August in Saarbrücken haben, wir 1000 Teilnehmern, habe im Jahr immer noch 6-7 weitere, im Schnitt immer 6-7 weitere Weltranglistenturniere in Deutschland, die dann immer so zwischen 300 und 500 Teilnehmern haben. Als nächstes ist es sogar übernächstes Wochenende in Frankfurt bei der Eintracht in einer Location von Eintracht Frankfurt, also dann dort auch die entsprechende Unterstützung von der Eintracht. Haben dann im Oktober auch noch ein großes Turnier, werden wir auch sicherlich mindestens 400 Teilnehmer haben in Bonn. Auch dort Unterstützung eben von der Stadt, weil eben Stadtsportbund Bonn. Und das heißt, wir haben also schon verteilt über Deutschland viele große Events. Hatten auch Anfang des Jahres schon so ein fettes Event bei St. Pauli im VIP-Bereich, also im Ballsaal vom FC St. Pauli. Auch irgendwie mit glaube ich, deutlich über 400 Teilnehmer. Das heißt, wir haben also viele Events auch schon über Deutschland verteilt, so also Spitzensport-Events. Ja, dann hoffe ich, dass ihr weiter wächst und das nicht nur so ein Ding ist, wo ein paar Leute kicken und Maurer der Superstar ist sozusagen, weil tatsächlich ist es eine sportliche Begegnung und Bewegung und das tut uns allen gut. Danke dir für das Interview. Sehr gerne, Patrick, dann vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Tschüss.